Der nächste Redner für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird heute den ganzen Morgen immer noch von Verkehrsetat geredet und einem digitalen Anteil. Wir reden hier in der Kombination von Verkehr und digitalen Anteil über Infrastruktur, und zwar zukunftsgerichtete Infrastruktur, weil wir nur zukunftsgerichtet unseren Wohlstand erhalten können, müssen wir in die Infrastruktur investieren, damit auch unser Wohlstand in 2025, 2030, 2035 noch erhalten ist. Und das macht die Bedeutung dieses Infrastrukturetats aus. Der Minister Dobrindt hat vorhin darauf hingewiesen, dass das der größte Etat ist, den der Bundestag jemals für diesen Bereich verabschiedet hat. Das ist ein Meilenstein. Ein weiterer Meilenstein ist, dass wir mit diesem Etat nicht mehr darüber reden, dass irgendwelche finanziellen Engpässe in irgendeinem Bereich dazu führen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr machen können, sondern im Gegenteil, in diesen Tagen laufen aus die Rückstände, dass baureife Projekte nicht mehr finanziert werden können. Sie werden alle finanziert werden können, wenn sie den geltenden Ansprüchen gelingen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Riesenerfolg dieser Koalition, denn das hat diese Koalition gemeinsam geschaffen. Und federführend dafür steht der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Und deswegen ertragen wir es auch nicht oder finden es umgekehrt auch gut. Und ist es auch richtig, dass es hier eine Aufgabenteilung im Haus gibt, dass er für die letzten drei Jahre die Verantwortung trägt und Sie, Herr Kindler, die Verantwortung für nichts tragen. So, und jetzt stellen sich für uns natürlich auch neue Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Wir müssen natürlich auch unsere Infrastruktur ausrichten an den Menschen. Und die Menschen haben heute andere Bedürfnisse, als das noch vor 30, 50 oder 70 Jahren waren. Wir haben nicht mehr diese große Akzeptanz für neue Projekte im Straßenbau, im Schienenbau oder auch bei den Wasserstraßen. Das hat verschiedene Ursachen. Und eine dieser Folgen, die ziehen wir übrigens sowohl mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan wie auch schon mit diesem Haushalt, dass wir natürlich die vorhandenen Verkehrswege optimieren müssen. Und deswegen spreche ich auch von einer Infrastruktur, die integriert ist. Wir müssen gucken, wie wir mit den Möglichkeiten der Digitalisierung dazu kommen, Verkehrswege viel besser auszulasten. Deswegen ist es richtig, dass der Minister nicht nur mit der A9 eine digitale Teststrecke geschaffen hat, sondern die auch jetzt ausgedehnt wird in 6 Städte, wo wir immer noch nicht die Frage beantwortet haben, müssen wir auch gar nicht die Städte, aber wir helfen Ihnen ja gerne, wie wir die Ausstöße von Stickoxiden und anderen Gasen dort wirksam bekämpfen wollen. Das werden wir nur schaffen, indem wir auf der einen Seite mit der Digitalisierung und auf der anderen Seite mit einer Kraftstoffstrategie, die weggeht von den fossilen Brennstoffen. Und wir haben immer noch 97% des Verkehrs, den wir mit fossilen Brennstoffen machen. Nur damit werden wir diese Zukunft für die Menschen gestalten. Das sind Herausforderungen, die wir angehen. Und deswegen sind auch alleine 4 Milliarden für die Digitalisierung genau der richtige Weg. Die Menschen wollen auch, und damit setzt auch dieser Etat einen neuen Schwerpunkt, dass wir die Chancen, die Digitalisierung bietet, dort genutzt werden. Zum Beispiel das europäische Zugsicherungssystem ERTMS wird mit einem ersten Aufschlag im nächsten Jahr losgehen. Damit wird es dann möglich, Züge nicht mehr nur im Blockabstand fahren zu lassen, sondern viel dichter hintereinander, was dann auch natürlich es erspart, zusätzliche neue Schienenwege durch die Landschaft zu drücken. Hoffen wir jedenfalls. Aber der Ansatz ist gemacht. Das sind die Wege, die wir gehen müssen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir auf anderen Gebieten einiges machen. Dazu gehört natürlich auch,
dass wir unsere Planung ein bisschen vorantreiben. Der Minister hat es vorhin gesagt. Aber wenn wir einmal anschauen, was wir da so treiben, so ganz aktuell haben wir ja vor einiger Zeit gesehen, wie das kleine Land Schweiz den Gotthardtunnel eröffnet hat für die Strecke Genua-Rotterdam. Nun gut, die Schweiz hat 1990 angefangen zu planen. Aber da müssen wir keine Angst haben. Wir Deutschen sind ja schneller. Wir haben schon Mitte der 80er Jahre angefangen zu planen. Der Unterschied ist nur, der Gotthardtunnel ist fertig und die Rheintalbahn in der Folge, wie wir ja gerade in der Eröffnung von Minister Schäuble am Dienstag gehört haben, hat jetzt die Zielmarge 2035. Das ist das, was Deutschland im Moment auszeichnet. Und das hat auch andere Nebenwirkungen oder das gibt es auch an anderen Stellen. Wenn ich einmal zurückgucke, man darf es ja machen, ins letzte Jahrtausend, man muss ja Ziele haben. Also deswegen gehen wir mal 150 Jahre zurück. Der Dortmund-Ems-Kanal wurde gebaut von 1892 bis 1899, also 7 Jahre. Der Nord-Ostsee-Kanal von 1887 bis 1895, also auch nicht viel länger. Der Elbe-Lübeck-Kanal von 1893 bis also rund 7 Jahre immer für so große Investitionen. Und wenn ich mir angucke, wo wir heute stehen zum Vergleich, den Dortmund-Ems-Kanal habe ich gesagt, 7 Jahre Bauzeit. Seit 26 Jahren bauen wir jetzt den Südteil dieses Kanals aus. Das ist nicht nur eine Frage der Demokratie, sondern das ist auch eine Frage, wie zielgerichtet und effizient wir sind. Und gerade, weil Sie ansprechen das Thema Demokratie, ich würde mir wünschen, dass die Verantwortlichen, die Gesetzgeber, wenn sie etwas beschließen, es auch einmal erleben, dass es noch realisiert wird und wir nicht in der Situation sind, dass Gesetzgeber etwas beschließen und ganz andere weinen das irgendwann ein und sagen, was haben die Idioten damals vor uns gemacht. Und in der Situation befinden wir uns immer mehr. Und ich habe diese Zahlen auch nur deshalb gesagt, weil wir auch beraten den Bundesverkehrswegeplan bis 2030. Das sind noch 15 Jahre oder 14 Jahre hin. Und wenn es in Deutschland keine Projekte gibt, die innerhalb von 14 Jahren fertig werden, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, welchen Sinn und welchen Wert solche Planung hat. Und dagegen müssen wir etwas machen. Und wir sind ja in den Haushaltsberatungen. Natürlich müssen wir, auch wenn das Geld im Moment da ist, darüber nachdenken, ob wir überall bei unseren Maßnahmen das Geld richtig ausgeben. Und man muss dann feststellen, dass bestimmte Auflagen, wir sind ja alles Umweltfreunde hier, aber wenn bei bestimmten Maßnahmen, nehme ich einmal die A14 in Mecklenburg-Vorpommern, 1/3 der gesamten Baukosten reine Umweltkosten sind, dann muss man darüber einmal nachdenken dürfen. 1/3 bei den Planungskosten. Und wenn man, um noch einen Ton zu sagen, zu Stuttgart 21, wenn man sich dann anguckt, dass wir bei der Strecke Stuttgart-Ulm, weil es da mal ein paar Schwarzfahrer gegeben hat, Mauereidechsen von Italien nach Deutschland, sonst sagt man ja, wir wollen da in der Natur die Artenreinheit und, die haben sich dann gekreuzt mit unseren, deswegen gibt es die nur da. Wir die jetzt umsiedeln, und weil das ein erfolgreiches Modell war, gut, Herr europäische Kollege, Integration gibt es dieser davon 10.000. Komplexe Vorgang wird in den nicht mehr vorhandenen Redezeit nicht mehr abschließend behandelt werden können. Immerhin kostet uns dieser Vorgang pro Eidechse 8.600 Euro, zusammen 86 Millionen Euro. Und da muss man sich die Frage stellen, ob wir da noch richtig davor sind und nicht etwas effektiver werden sollen und kürzer planen sollen. Also mit diesem Etat modernisieren wir Deutschlands. Gute Beratung. Andreas.